Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls. Ich bin momentan am Kopfgeldauftrags machen. Also im letzten Part habe ich beendet und jetzt gleich wieder begonnen, eine neue Aufnahme zu machen. Und wir haben das letzte Mal nichts Anständiges gefunden, außer ein Amulett, was ein bisschen stärker ist. Um irgendwie 2,5 oder so, aber das wegen der fehlenden Heilung durch Schaden. Also Treffer nach Leben nach Treffer. Habe ich nichts, haben wir nichts gefunden. So, also hier in der zerfallenen Krypta mussten wir also mal abspacken, abspecken, Items verkaufen, also zerstören, wiederverwerten. So, und jetzt sind wir eigentlich hier auch fertig. Aber es gibt meistens noch ein paar Seitengänge, wo es vielleicht noch etwas Anständiges gibt. Einen Schrein zum Beispiel. Noch nicht ganz wach, tut mir leid. Ah, hier waren wir. Da oben waren wir noch nicht. Okay, nächster Auftrag und ein Level haben wir jetzt gleich dann auch. Fleckers Geist. Dann sind wir 61. Gut. Paragon Level 61. Also hier müssen wir auch normale Gegner töten. Und zwar 225. Okay, Paragon Level. Hier auch wieder Bewegungsgeschwindigkeit oder sollen wir langsam mal auf Stärke machen? Nein, Bewegungsgeschwindigkeit ist schon am wichtigsten. Da ist der Feklars Geist. Er hat aber nichts Anständiges getan. Etwas für die Begleiter. Und zwar einen Dolch. Eine seltene Marke des Schuftes. Eine Hose. Ja, scheinbar schon. Die wird nicht mehr aufwachen. Wir gehen aber noch kurz in die Krypten. Das sind zwei hier. Und gehen dann weiter. Und da gibt es immer Elite-Gänge. So, eine ist hier. Da ist er. Der Zorn der Unsterbliche. Jetzt ist er nicht mehr unsterblich. Kann er verrecken. Nichts getroppt.
Scheinbar Blizzard wieder das rumgeschraubt. Wie sehe ich das? Oder eben es ist ein Bug, dass man keine Items bekommt. Alaric sagt, dass unser Volk die bevorstehende Schlacht überleben kann. Aber ich habe die Wahrheit in seinen Augen ablesen können. Noch einmal hat er mir aufgetragen. Es ist immer irgendwie komisch, wenn die Trash-Gegner als Begleiter sind und die dann so viel Leben haben. Aber ich mache viel zu viel Schaden für euch. Das ist halt nur noch scheiße. So. Und hier die Götze. Wir müssen jetzt noch zwei Hartmann Cage töten. Dann machen wir das. Von 70 Gegner töten. Okay. Nur Geduld. Oh, Lebensband. Geht, seid ihr fett. Noch nicht bereit. Die waren auf, sofort wieder tot. Da ist der Cage. Können wir den auch ein bisschen. Oh, bisschen Schaden machen. So, auch schon fertig. Und jetzt noch südliches Hochland. Ah, ich denke, wir machen auch noch einen Rift, bevor wir in Akt 5 gehen. Und ich denke, nein, wegen der Zeit nicht so. Ja, wir können dann wieder ein paar Folgen lang Rifts machen. Wir haben ja 40 gehabt, dann haben wir 35 gehabt, weil wir einen Rift gemacht haben. Und jetzt haben wir wieder 5. Plus die wir als extra Belohnung bekommen haben. Ja. Da können wir ein paar hintereinander machen. Bist du hier geschossen? Dachte schon, wo kommen denn die Dinger her? Ja, toll. Das brauche ich doch nicht. Das ist dieses Event. Komm, viele Gegner. Gescheites bekommen. Und der Pfeil ist sichtbar. Dann gehen wir mal in die Höhle.
unten. Genau, stirb. So. Ups, na, wer ist da? Unsichtbar. Genau so. Spinnisch töten. Schon wieder ein Brunnen. Gut, diese Erfahrungsbrunnen. Ist der Eingang in die zweite Ebene? Nicht verreißen, bitte. Was? Infektus der Leere? Genau. Die Bösen müssen immer die Scheißarbeit machen. Alles Pädophile und das ist ein Kreuzzug und keine Handelsweise. Ding da. Ich kehre in die Stadt zurück. Masochisten zum Beispiel noch und alles Mögliche. Aber ich könnte die Fremdwörter nicht schon. Kein Platz mehr. Kein Platz mehr. Also, das, 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 das. Ja, toll. Müssen hier noch alle Gegner töten. Und jetzt den Tränken ausweichen. Ich mag das nicht. Irgendwie sollten die da die Heiltränke wichtiger machen. So, eben diese Scheißzähigkeit mal ein bisschen schwächen. Und die Heiltränke dafür immer wieder einsatzbereit machen. Aber eben auch begrenzt, wie ein paar Verfechse. Das ist doch sehr gut, da ein bisschen begrenzter machen. Sind jetzt die zwei letzten Gegner hier unten rechts. So, hat sie ja auch einen getötet. Gut gemacht, ja. Ich will ein Würfelchen öffnen. Auch kein Legendär.
Heute ist wieder mein Pächter. Ach, aber egal. Nicht hoher Himmel, Westmark. Schauen wir mal. Adriathen. Oh Gottchen. Also fangen wir von vorne an. Machen wir die Quest in Reihenfolge, wie wir sie im Akt 5 erledigt haben. Und jetzt leckt es hier gerade momentan. Du bist es Kultist. Das Twistiness Brownerei, das ist wahrscheinlich da mit den Dieben. Oh nein, das ist da, okay. Komm, Großer. Ich hab voll noch Champion, sagt er. Das hat gut getan. Und es ist hier oben. Sehr schön, dass ich hier richtig gehabt habe. Richtig geraten. Ja, ein fettes Schild in dieser kleinen, winzigen Leiche. Was hat er gesagt? Trinkt. Nein, ich möchte momentan nicht trinken. Ich habe vorher getrunken. Oh, da war unfair. Grüß Gott. Ah, nicht Sun. Ja, ja. Mach auf. Genau. Plötzlich ist er weg. Bisschen laut die Musik jetzt plötzlich bei mir. Im Video ist die Musik immer ein bisschen leise. So. Ja, das muss ich nicht. Ich muss hier. Tötet was Pluin. Apura.
Macht euren Frieden jetzt. So, wo haben wir denn Impura? Hier nicht. Vielleicht hier drüben? Ja, er ist hier drüben. Grüß Gottchen. Oh, schon tot. Nächster Halt. Durchgang von Corvus. Ja, toll. Ich hämmere lieber ein bisschen in die Ecke hinein. Ach komm. Das ist gerade ein bisschen zäh, Gegner mit den 7 Millionen. Also 2,7 Millionen war das. Gut. Fleischschlinge. Kommen alle rote Geister raus. Bäh. Ja, genau, kommt mal raus und helft mir ein bisschen. Hier ist ein Auftrag, okay. Ne, vor dem Schalter müssen wir hier drücken, okay. Da ist wer Tabuk, der Besudler. So. Ne, vor dem Schalter 2. Und Stufe 62. Der nächste, ne, von dem Schalter.
Aha. Eine Kiste. Nur Schrott. Denke ich jetzt mal. Also dann Adria töten und dann noch die Ebene von Korfs. Was? Schlachtfeld der Ewigkeit, genau. Hier. Trefferchance 0,10%. Abklingzeit, bitte. Alles ungesocks hier. Schlechte Tierchen. Nein, jetzt kommt die wieder nicht. Jetzt kommen nicht noch mehr, bitte. Oh Gott, hier. Ja, ja, alles voll in diesen Ebenen. Ein fliegendes Huhn. Ja, genau. Invasion der Killkäfer. Noch ein Ding. Brunnen der Reflexion. So. Die Kleinen auch mit einem Hit töten. So, jetzt haben wir hier noch grüne Geister. Die haben unterschiedliche Formen. Was ist das? Ach, beschwert doch nicht immer wieder neue, bitte. Das geht mal gar nicht. Nein, nur 28, okay. So, Adria, jetzt kommst du auf den Deckel. Bum, 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 bum. So, und hier, jetzt bekommt sie sowas von auf die Jomme, dass wir gleich 1.585.937 Ebe bekommen. Wie geht's, voller Maten. Kommen die nicht zerquetschen wie bei Duriel? Ja, die lösen sich selber in einer Explosion auf. Und jetzt müssen wir noch Psevius töten. Das tönt doch mal ein bisschen aufregend, aber es ist sicher so irgendwas Nerviges. Und hier auch wieder die Ruckler zu Beginn des Betretens einer Ebene. Manchmal.
nicht so gut. Blizzard, was habt ihr so scheiße gemacht? Hä? Habt ihr etwas wieder scheiße vollbracht? Ich denke mal, die Engine ist einfach zu alt für das Spiel. Sie haben ja ungefähr 4 Jahre gewerkelt und haben die Engine halt ein bisschen noch ausgebaut, ein bisschen schöner gemacht. Und deshalb kann es sein, dass es am Anfang einfach Schwierigkeiten mit dem Laden der Texturen oder so hat. Und vielleicht die Effekte. Ich weiß es nicht, ich bin nicht so ein Erfahrener, was um Engine angeht. Eher um den Inhalt, nicht das dahinter. Ja, der ist leicht, wenn er nicht in Stacheln ist, genau. In den Dreckskrusten. So, wir müssen noch 20 Gegner finden. Gib mir 20 Gegner, gib mir 20 Gegner. Noch 11 Gegner, bitte. Nicht Stachelteile. Was ist denn das? Sehr schön. Okay, dann ist dieser Part auch leider schon vorbei. Aber es kommen ja täglich neue. Ein bisschen Geduld und dann, ja. Dann sehen wir uns wieder. Heute leider kein Legendär, nichts Anständiges. Aber es ist auch mal vonnöten, also macht jetzt nicht das bisschen Geduldchen. Ist egal. Geheiligter Keil. Könnten wir herstellen. Ich hoffe, der Schaden ist gleich. Das ist Einhand. Ah, macht weniger Damage. Können wir denn nicht etwas anderes tragen? Gibt doch mehrere geheiligte Sachen. Geheiligter Griff. Finden wir nicht. Hand, Arm, Brust. Ein Hand für Baba. Ein Zepter für den Zauberer. Für den Hexendoktor. Und für uns ist die Axt, oder was? Ich will aber keine Axt, die schwach ist. Ach, egal. Wir gehen jetzt hier. Wir kaufen hier alles. Oder wie sagen, zerlegen lieber. Weil wir bekommen ja kein Geld über sondern Items. So. Halt Tränke weg. Und das nächste Mal können wir mit denen. 37 haben wir jetzt. Richtig viele Rifts machen. Also seid gespannt auf nächstes Mal. Und dann wieder hoffentlich mit Legendaries. Sonst werde ich wirklich böse. Blizzard. Nein, nein. Blizzard macht ihren Job schon gut. Aber eben sind halt viele Aussätze momentan. Und sie sind auch ein bisschen im Stress irgendwie. Aber dafür arbeiten sie am Spiel. Wenn auch nicht so schnell wie Path of Exile oder sowas in der Art. Okay, Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.